Hallo liebe Leute und zurück, herzlich willkommen zurück zu The Guide of Hell Paradox. Und wir sind, wie ihr seht, hier in dieser zerstörten Welt, in diesem Dungeon der zerstörten Welt. Und wir können jetzt hierher, wo wir den Hebel betätigt haben scheinbar. Weil scheinbar das Tor hier in dieser Welt sich befinden wird. Da ist es, genau. So, man muss also ab sofort immer Hebel drücken. Achso, wie komme ich dann hin? Okay, es gibt auch noch Bereiche, wo ich nicht hochkomme. Doch, jetzt hier wieder. Noch ein Apfel. Also, Lanael, du bist... hä? Wo bin ich? Oh. So. Gegner ist besiegt. Wieso haben wir wieder diese schwachen Gegner? Und wieso bin ich hier gelandet? Ich weiß es nicht. Ich scheine runtergefallen zu sein. Okay. Dass es hier viele Äpfel gibt, könnte darauf hindeuten, dass wir... Ja, machen wir mal hier kurz wieder einen Wechsel. Ja, dass wir hier eine ziemlich lange Welt erwischt haben. Danke. Noch irgendwas verloren? Scheinbar nicht. Na, hoffe ich zumindest. Waffen oder so würde ich ungern verlieren wollen. Das bedeutet doch, dass jeder Hebel einfach nur Wasser macht wieder, wo ich dann... Was bringt mir das, den also wieder zu drücken? Gar nichts, oder? Und wieso sieht das so eklig aus? Das Wasser hier. Na gut. Hier habe ich scheinbar nichts verpasst. Dann können wir ja... zu den, ja, Meeresungetümen hierher gehen. Die wir vollkommen... Wo bin ich eigentlich? Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass Wasserwelten mir in den Spielen meistens nicht sehr gut gefallen. Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich wirklich nicht. Wo zum Teufel da unten bin ich? Haha. Bravo, ja, ja, danke. Da, das ist der Dank. So, hier bin ich also. Wartet, da war ich doch jetzt schon überall. Dann gehen wir doch dahin, wo noch was ist. Haha. Fischkopf. Das hast du dir ja nicht so gedacht, hä? Okay, also komische Welt. Komm, yum yum yum. Oder so in der Art. So, hier oben war ich scheinbar auch noch nicht. Doch, aber hab sein Item nicht aufgesammelt. Oh, da war hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach weg hier. Diese Welt nervt. Aber erstmal besiegen wir noch ein paar Gegner. Also alle. Aua, nicht mal getroffen hier, weißt du? Nops. So, Gegner, Gegner, Gegner. Haha, auch getroffen. So, wo bin ich nochmal? Irgendwo am Rand, oder nicht? Bin ich das? Nee. Hä? Das ist immer schwer herauszufinden, wo man ist. Auf dieser Karte, ehrlich gesagt. Darum... Also irgendwo hier. Ach, da bin ich. Sehr gut, da ist noch ein Gegner. So, also... Karten lesen ist ja nicht so mein Ding. Vor allem nicht, wenn man sie dreht und dann nicht weiß, wo man ist. Aber hier ist gar nichts im Moment. Warte, hier ist noch ein Gegner. Kein Gegner, aber... Hier auch nicht. Okay, da sind Gegner. So, kommt her, meine verdammten Gegner. Ja? Ja, ja, versuch mir zu schaden, Kleine. Und ich sammle so lange euer Essen auf. Ja, Fischfutter quasi. Naja, ne, also nicht Fischfutter, aber ich habe zu Fisch verarbeitet. Ja. So, würde ich sagen, auch tot. Mann, hier kriegt man ziemlich viel Fleisch. Nicht, dass mich das sehr stören würde. Denn viel Fleisch bedeutet... Ja, wow, ich werde jetzt schon hungrig. Okay. Da muss ich wohl aufpassen. Bin sehr weit gewandert. Bin ich jetzt schon wieder? Hä? Keine Ahnung. Aber hier ist ein Gegner. Ah, da bin ich. Okay, da ist noch ein Gegner. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch leveln soll, aber... Möchte nicht wieder... so schwach sein und fast sterben in... aber
Man will jetzt auch nicht sehen, dass sie unendlich grindet, oder? Das können wir ein anderes Mal machen. Ja, okay, ich würde sagen, wir töten noch ein paar Gegner. Wir gehen sofort jetzt zum Ausgang. Denn hier gibt es ja sowieso nichts mehr. Nur viel zu schwache Gegner. Dann können wir auch verschwinden. So, nächster Flur, ja. Lalala, da. Oh, alleine. Ganz einsam im Dunkeln, in der Finsternis. Oh, it's you, God. Where'd you go? Oh, du bist das Gott. Wo bist du hingegangen? Where? I was exploring this world. Wo? Ich habe die Welt erforscht. I see, I see. Hey, you hungry? You can have some. Naja, theoretisch bin ich wirklich hungrig. Ich verstehe, ich verstehe. Hey, bist du hungrig? Du kannst etwas abhaben. Oh, sie ist sehr spendabel. Ja. Oh, wie viel hat sie cool, gejagt? Thanks. Or, like, is this really edible? Cool, danke. Oder so, ist das wirklich, weiß nicht, edible? Wahrscheinlich, weil sie... How rude! It's very tasty. It's burnt just right. Smell it. Smells good, huh? Wie unhöflich. Es schmeckt wirklich lecker. Es ist burnt? Weiß nicht, hört sich ja wie verbrannt an. Gerade richtig. Riech es. Es riecht gut, oder? Also es ist Please, vielleicht allow me to try it first, Lord. Also es ist sehr gut gebraten, meint dieser. Genau richtig gebraten, so würde ich sagen. Bitte erlaube mir, es zuerst zu versuchen, Herr. Ja? No, I'd rather you not be my poison tester, Liliel. If it comes to that, I'll just go ahead and... Nein, ich möchte nicht, dass du mein Gifttester bist, Lilie. Wenn es dazu kommt, ich werde einfach vorwärts gehen und... Yum, yum, yum. Delicious! What is this? It tastes so good! Köstlich, was ist das? Es schmeckt so gut. See, I told you so. Siehst du, ich hab's dir so gesagt. Ja, das hat sie. Oh my! It really is good! Meine Güte, es ist wirklich gut. Even so, I'm not gonna ask what kind of meat this is. In this kind of situation, I highly doubt it'll be a pleasant surprise. Selbst dann, ich werde nicht fragen, was für eine Art von Fleisch das ist. In dieser Situation, ich zweifle wirklich, dass es eine freudige Überraschung wäre. Even if you're God, aren't you being a little bit too mean? It's just your typical four-legged beastie. Selbst wenn du Gott bist, bist du nicht ein bisschen zu gemein? Es ist einfach nur das typische viergliedrige Biest. Ja. Sorry. You're treating us to a feast and I said something like that. Sorry, really. It really is tasty. Tut mir leid, du hast uns zu einem Fest eingeladen und quasi... Und ich sagte solche Dinge. Tut mir leid, wirklich. Es schmeckt wirklich köstlich. Oh, sorry to ask all of a sudden, but are you two dating? Oh, es tut mir leid, euch das plötzlich zu fragen, aber geht ihr miteinander aus? We're not anything like that at all. I mean, this is God, you know? To date God would be so... Wir sind nicht so etwas. Ich meine, das ist Gott, weißt du? Gott zu daten wäre so... Totally out of the question! Yeah, it's totally out of the question. Like a rapture level sin. Das steht total außer Frage. Ja, total außer Frage. Das ist ja gerade komisch von mir an, ich weiß. Wie ein Rapture Level Sin. Also Sünde. Out of the question, huh? You didn't have to deny it with all your might like that. Right, God?
Das steht außer Frage, hä? Das hättest du nicht mit all deiner Macht verneinen müssen, richtig, Gott? Don't look at me. I don't know how to answer that. Schau mich nicht so an. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. He's totally right. Don't be such a bother to God. You'll get struck by lightning. total recht. Sei nicht sein Ärgernis zu Gott. Du wirst von einem, Blitz getroffen. Okay. Sorry. Don't get so serious about it. I was just curious. Honest. Okay. Tut mir leid. Werde nicht so ernst deswegen. Ich war nur neugierig. Wirklich. She's right, Liliel. No need to get so angry. Sie hat recht, Liliel. Kein Grund, so wütend zu werden. Shut your mouth, Lord! Halt deine Klappe, Herr! What? Whoa there! What's your deal? Wow! Was ist mit dir? Was ist los? Oh, was auch immer, Herr. Das interessiert mich nicht mehr. Das kümmert mich nicht mehr. I see. I kinda get what's going on. Ich verstehe. Ich verstehe, was hier vor sich geht. Instead of focusing on us, can we talk about you, Fio? Statt dass du dich auf uns konzentrierst, können wir über dich reden, Fio? At a place that's so like the end of the world. Do you ever get lonely? An einem Ort, der so ist wie das Ende der Welt. Hast du jemals dran bist du jemals einsam gewesen? Oder? Well, yeah, of course. My heart isn't made of steel, you know. I can't lie and say I never get lonely. Also, bist du hier einsam? Hast du dich hier einsam gefühlt oder so? Hat er gefragt, so. Nun ja, natürlich. Mein Herz ist nicht aus Stahl gemacht, weißt du? Ich kann nicht lügen und sagen, ich würde niemals einsam sein. But I mean, what other option is there? Everyone's dead, so. Aber ich meine, welche andere Option habe ich? Jeder ist tot, so. Besides, if I keep traveling around the world like this, maybe I'll find someone else who survived one of these days. Außerdem, wenn ich weiter so umherreise in dieser Welt, vielleicht finde ich irgendjemanden anderen, der noch überlebt hat, irgendwann in diesen Tagen. Then maybe Theo's wish is to find other survivors. Dann ist vielleicht Theos Wunsch, andere Überlebende zu finden. Okay, let's get our search on. Okay, lass uns unsere Suche beginnen. Even if it ends up not being her wish, we can at least rest easy knowing that Fio wouldn't be alone anymore. Selbst wenn es damit endet, dass nicht ihr Wunsch ist, wir können zumindest in Ruhe, also erleichtert sein, zu wissen, dass Fio nicht mehr alleine sein muss. Doing so much for someone like me. Maybe you have too much free time, God. Ja, auf jeden Fall. Sowas für jemanden wie mich zu machen. Vielleicht hast du zu viel Freizeit, Gott. Hey, now. Isn't this where you should say thank you? Hey, nun, ist das nicht, wo du eigentlich Danke sagen solltest? Ah, I'm kidding, God. Thanks. Really. Ich scherze nur, Gott. Danke, wirklich. Cool. Now that we have a plan, let's guide Fio's fate to a revolution. Cool. Nun, da wir einen Plan haben, lass uns Fios Schicksal zu einer Revolution führen. Ja, das werden wir. Ja, und dann machen wir mal hier diesen tollen Dungeon. Hey, hey, hey. No! Was? War diese Stimme, hat die jemals so geklungen? Wieso ist hier keine... Wo ist meine Minimap? Komm her! Oh, solche Stimmen... Hey!
Wieso treffe ich nicht? Okay, die Gegner sind hier auch schon wieder etwas härter, hä? Aber das lassen wir erstmal. Haben wir nicht. Okay, dann gehen wir hier weiter. No! No! Minimap, Minimap. Ich brauche eine Minimap. Hallo, Meerjungfrau. Hast du eine Minimap für mich? Ich weiß jetzt nicht, wohin ich laufen soll. Komm her, Gegner. Meerjungfrauen. Ihr seid so lecker. Lasst mich hier. Oh, ich sollte vielleicht mal so langsam einen Apfel zu mir nehmen. Komm her. Verdammtes Miststück. So, jetzt können wir unseren Roboterarm hier mal. Gibt's hier überhaupt einen Weg? Nach oben? Komm, ernsthaft. Das kann doch. Doch, da ist die Minimap. Ich sehe die Minimap. So. Und ich sehe noch Gegner hier. Hallo? Komm. Oh, komm doch her. So verdammtes. Oh. Das gibt's doch nicht. Die Gegner nerven mich so langsam. Aber ich brauche Erfahrungspunkte. Miststück. So, du bist hier bei mir. Damit du dachtest, dass du auch tot bist. Vielleicht hätte ich nicht runterspringen sollen. Ich finde da einfach keinen Weg mehr hin. Not yet. Oh, sagte ich und habe einen Weg gefunden. Naja, ich hoffe, da ist jetzt nichts rumliegend. Aber scheint nicht so. Na toll, viel gibt's ja hier nicht zu sehen. Wo es mir gerade auffällt, das sind ja alles Häuser. Können wir nicht hier irgendwie hoch? Komm, ich will da hoch. Oh. Hm. Ja, bravo. So, hast du endlich bemerkt, dass ich hier bin? Du komischer Piratendepp. Nein, niemals. Ja, ja, ja. Hä? Nee, hier ist eingestürzt. Okay. Also irgendwie komme ich da nicht hoch, scheinbar. Wo bin ich jetzt? Wartet, ich weiß es gerade nicht. Nee. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aua! Machst du mir etwa keinen Schaden? Na, das sah mal anders aus. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, ist es natürlich auch doof. Ich muss doch wissen, wo ich bin. Oh. Schon wieder hungrig. Ich kann hier nicht ewig verbringen. So, da ist auf jeden Fall irgendwo das Tor. Jetzt sehe ich auch meinen Pfeil wieder. Kann ja nicht jedem Gegner hinterher rennen, glaube ich. Ist jedenfalls. Bringt das nicht so viel. Aber auch hier, da war ich doch schon, oder? Nee, scheinbar nicht. So. Aber was jetzt? Ich kann da auch nicht hier. Oder kann ich doch ins Wasser? Nee. Dann verstehe ich diese Welt hier irgendwie gesagt, also gerade gar nicht. Ich muss hier hoch, aber ich komme hier aber nicht hoch. Weil es hier keinen Weg gibt. Ja. Wie soll ich denn da hochkommen? Sagt mir das jemand? Was zum Teufel? Und ich verhungere gerade auch noch. Das ist wirklich eine doofe Welt. Ja. Aber sowas von doof. Nee, hier war ich schon überall. Ja, wo bin ich da unten? Okay, ich habe mich gefunden. Ich kann schon wieder einen Apfel essen. Also, ja. Ich mag diese Welt absolut nicht. Hier war ich auf jeden Fall schon. Ja, hier kann ich auch einfach so runter, okay? Das ist sehr gut zu wissen. So. Endlich, danke. So, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt überall hinkommen soll. Da gibt es keine Wege. Oder doch irgendwie. Bestimmt irgendwas total Einfaches. Aber ich
Komme ich da nicht hoch? Nee. Da komme ich auch nicht lang. Bin ich schon wieder. Und verstehe einfach diese Welt nicht. Mama, Mama. Ja, Mama, Mama. Danke. Ich würde gerne wissen, was hier vor sich geht und wieso ich hier nirgendwo hochkomme. Aua. War ich hier schon mal? Ja, danke. Macht ja sogar Schaden. Also, Miststück. Ja, hier war ich schon. Warum sollte ich aber denn bitte... Ich kann auf dem Wasser schwimmen. Sag das doch bitte. Gerade eben ging das nicht. Ja, so. Dann weiß ich das ja. Danke, danke, danke. Aber nur an bestimmten Positionen, hä? Würde sagen, wir müssen einfach weitergehen. Und zwar in der nächsten Folge werde ich hier durch das Tor schreiten. Und dann, wie es aussieht, werde ich noch direkt erstmal wieder weitermarschieren, soweit, solange ich kann. Na, toll, oder? Ja, damit werde ich nicht weit kommen, ich weiß es schon. Schade. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und ciao!